glaub's. Sonnenhals. Ich hab Temperatur. Sonnenhals. So, das war AC/DC. Ich bin Ad Rossi. Jetzt kennen wir uns. Tschüss. Mann, da. Und wie ist es? Ja, schönen Tag gehabt. Ich nicht. Hör mal, ich bin drauf. Ich muss mir erstmal ein Opfer suchen. Du. Ja. Ja, weil du hast auch die Haare schön. Ja? Wie ist denn der Name? Gerhard. Schön, dass du dich noch erinnerst. Ja komm, einer ist an so einem Abend immer der Doofe. Heute ist das der Gerhard. Ja? Hör mal, hör auf zu lachen. Leg dich mit mir an, du. Ich habe eine Laune wie Helmut Schmidt nach dem Misstrauensvotum 82. Ja, der dampft heute noch vor Wut. Ja, Leute, ich würde mir am liebsten auch erstmal eine qualmen, aber glaubst du, ich finde meinen Tabak? Hä? Seit 2 Stunden suche ich den. In so eine Weiberhandtasche, da findest du ja nichts. Das ist zum Mäusemelken, ist das doch. Könnt ihr Eiger Nordwand hochgehen, aber ohne Helm. Hör mal, das fing heute schon vor den Aufstehen, fing das schon an. Ja? Was habe ich mich gefreut, dass die Blagen endlich durchschlafen. Was ist? Jetzt muss mein Mann immer nachts raus. Ja, der Gerhard kennt das Problem. Ja? Komm, für dich ist das wahrscheinlich gar kein Problem, aber für deine Frau. Ja? Bist du die Frau? Nimm deiner Granufink. Ja, meiner auch nicht. Steht er lieber 5-mal in der Nacht auf. Ich sag, Manfred, wenn es dir nicht nach jedem Klogang Bier einschütten würdest, müsstest du auch nicht so oft pinkeln. Hallo. Wenn der Kerl da nachts einmal auf ist, da kommt er ja auf Ideen. Da steht er heute Morgen um 4 in der Waschküche. Sag mal, was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Nee, er hätte so geschwitzt. Da wollte er mal eben seinen Schlafanzug durchwaschen. Sag, was willst du? Wäsche waschen? Manfred, bist du das? Ich sag, du weißt aber schon, dass du die Wäsche vorher sortieren musst, ne? Ja klar, sagt er, hätte er auch gemacht. Ich sag, aha. Na, was denn für ein Prinzip? Ja, er hätte 3 Haufen gemacht. Sauber, schmutzig, schmutzig kann ich aber noch eine Woche anziehen. So, ja, das ist auch eine Methode, ne? Ich sortiere deine Wäsche immer nach Geruch. Stinkt, stinkt nach Mett, stinkt nach Puma-Käfig. Ich sag, Manfred, nebenbei, was machst du hier mit dem Werkzeugkoffer? Hä? Komm, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Was hast du mit die Waschmaschine gemacht? Hast das Ding nur getuned oder auch tiefer gelegt? Manfred, Butter bei die Fische. Was kann die Maschine jetzt spitze? Da sagt er ganz stolz, 120. Ich sag, wie 120? 120 km/h? Nee, 120 Grad auch bei pflegeleicht. Aber er müsste den Vergaser nochmal neu einstellen. Hör mal, bückt sich hinter die Maschine und lässt einen fahren. Ich dachte, das wäre Giftgasalarm. Ich sag, Manfred, du musst deinen Vergaser nochmal neu einstellen. Das ist doch Körperverletzung. Hör mal, ich geh pennen. Du kannst auch am Sofa knacken. Boah, nach 2 Stunden, ich hatte mich einigermaßen von dem Kampfgas erholt, da steht auf einmal mein Jüngster auf der Matte, der Lassie. Ja, lach nicht. Als unsere Nachbarin ihren Hund Chantal Jennifer genannt hat, da habe ich gedacht, das kann ich auch. Mama, ich kann nicht pennen. Was macht denn der Papa für Krach in der Waschküche? Sag, Lassie, was dein Vater macht, da bleibt auf ewig ein Ministerium. Geh in die Küche, mach dir was Gesundes, schmier dir ein Nutella-Brot. Aber sau dich nicht wieder so ein, die Waschmaschine ist kaputt. Aber wenn du sowas sagst, ne, dann machen die Blagen das ja extra. Die Küche, die sah aus, als wäre ja die Milka-Kuh explodiert. Ne? Hör mal, da hatte ich direkt wieder Sonnenhals. Danke, Peter.